Ich habe hier nichts anzunehmen. Und Abzugeben. ja, Brausewind und ich, wir sind schon wieder zurück. Ich wollte gerade so einen schönen Cut machen, egal. Du kannst sie hier nicht abgeben. Kann das sein, dass wir die einzeln machen müssen? Nee, eigentlich nicht. Wie dem auch sei, ich nehme hier schon mal die neue Quest an. Hier auch nichts Besondere anzunehmen. Ehre, Killelo. Ist das schon wieder die Quest, die uns nach Killelo schickt? Nee, ne? Geh mal raus Doch, gucken, ob natürlich, das. das ist die Killelo-Quest. Die nehme ich doch nicht nochmal an. Hallo? Den Trick falle ich Aber mir hier mal rein. ich guck einfach mal in mein Journal, was da steht. Ja, das ist immer eine hervorragende Idee. Erzähl uns mal, was in deinem Journal steht. Wenn ich mein Näschen pflege. Bill Engren und das haben wir. Explain your Dingskirchen haben wir auch. Return to Maressa for your reward. Ach, ich muss zu der Ach so. weinenden Maid. Genau, das bringt jetzt auch quasi ein bisschen Licht in die Sache, was das ganze Dilemma war. Die Dame wollte den Typ tot sehen und die Lady wollte aber ihn nicht tot sehen, sondern im Gefängnis und da mussten wir uns entscheiden. Ich hab's der Lady recht gemacht, du hast es der Mutter recht gemacht. Das ist das Schöne in Protector. dieser Welt, man kann es allen recht machen. Das Schöne ist Das Schöne ist, für dass ich alle was da. mir mal meine Belohnung anziehen sollte. Fällt mir da gerade mal so ein. Was ist denn ein Token of Justice? Ein Geschenk mit drei Ladungen von... Was ist das? Oh, jetzt habe ich ja. Bin ich blind? Warum steht hier nirgendwo, was das ist? Also es hält 30 Minuten und man castet es auf sich selbst und es gibt 5% Bonus. Ach, da, ich bin ja wirklich blind. Reichspunkte-Bonus bringt das. Ja, brauche ich jetzt hier eher weniger. Lege ich mal nach ganz hinten für eines Tages. Dann haben wir natürlich noch hier so eine schöne Halskette. Sehr fein. So, was war jetzt nochmal mit dem Token of Das Retribution? Gibt Reichspunkte Bonus 5%. Starte ich den? Muss ich in die Leiste unten legen? Brauchst du eigentlich jetzt überhaupt nicht, weil wir sind ja gar nicht im RVR. Hier gibt es Na sowieso gut, dann keine Reichspunkte. lasse ich mal in meine Handwerkstasche. Ja, lass uns mal lieber schauen, welche Quest wir als nächstes angehen. Ja, ich habe hier bei Marese eine Quest anzunehmen. Wahrscheinlich das ähnliche parallel zu dem, was du angenommen hast. Oder musst du hier unten auch eine annehmen? Ich habe hier Nein, keine ne? anzunehmen. Was, Du hast was? aber von der Lady Dingskirchen eine Ja, die gekriegt, schickt mich ne? aber nur wieder ins BG. Und noch bin ich Level 19. Dann komme ich nach Killelo. Mit Level 20 kommst du schon nach Tidranki. Also, ich akzeptiere hier mal. Ich muss noch einmal hier zu Lady. Ja, aber sag doch eben, was da in der Quest drin ist, weil ich hab die ja nicht. Wenn du Ja, schon. für mich war jetzt die nächste Aufgabe, geh zu Lady Pretty wie die Dingskirchen da oben. Ach so. Und dann werde ich wahrscheinlich das gleiche gesagt kriegen, was du jetzt Das ist natürlich möglich. Lady Pretty Diggy. Hat für mich jetzt auch ein blaues Zeichen. Ja, ich habe das gelbe Zeichen. Mal. Ich erstmal. Schupp. Aber kein gelbes. Tja, merkwürdig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der hat vergessen, dass ich diese Quest hier schon beim letzten Mal gemacht habe und bietet sie mir deswegen immer wieder an. Lass Ist uns ja doch mal auch. im Journal gucken, was wir denn jetzt Ja, so drin gute haben, Idee. alle beide. Also klar, die Epic von mir habe ich drin, die wir ja noch gar nicht machen und die wir überhaupt nicht machen eigentlich. Dann Genau.
Cotswold, dieses epische Encounter-Ding. Dann Learning from the Legion. Dann Waylay No More. Und dann habe ich Recalling the Wise. Also wie gesagt, ich habe hier nur insgesamt 4. Ja, ich habe ja noch meine Epic aus Camelot angenommen, die hattest du ja nicht angenommen. Also, gut. Die kann ich auch, glaube ich, einfach mal rauslöschen, weil ich habe ja schon gesagt, die machen wir sowieso nicht. Ah. Ja, geht nicht? Kann man keine Epic Quest löschen? Ja, ich glaube, man kann keine Epic Quest löschen. Interessant. Ja, die hatte ich ja... Die hattest du nicht angenommen. Beziehungsweise, die hat dir der Ausbilder nicht angeboten. Da hättest du aber vielleicht zu einem anderen Ausbilder irgendwo in Camelot gehen sollen. Ja, jetzt die Level 17er Learning from the Legion. Das ist die Geschichte mit den Legionären, die schon etwas länger in der Legion sind. Also sagen wir mal so ein paar hundert Jahre. Die sehen auch nicht mehr ganz so frisch aus. Da sind sie schon. Und bevor ich anfange, irgendeinen Unsinn zu machen, schaue ich nochmal nach, was man überhaupt machen sollte. 5 römische Crests sollen wir sammeln. Die wahrscheinlich droppen. Ich lock einen an und dann hauen wir sie gemeinsam kaputt. Hallo? Ja. Das funktioniert. Er resistet zu viel, obwohl das... Warte mal, habe ich von dem eine niedrigere Level-Version? Geh mal einfach hin und hau dem um. Das ist nur eh blaues Zeug. Ich will mal eben gucken, ob ich von diesem... Ne, Level 8 ist die niedrigste Version. Der wird immer noch nicht resistet. Der geht immer durch. Und zum Pullen ist der nur geeignet, wenn der resistet. Von den anderen hier, wo ist mein Single Target? Da, Nummer 5 muss ich mir mal merken. Dann den gelben Single Target. So, die stehen da wunderbar im Metz. Welchen haust du denn? Du haust direkt den gelben. Ist ja auch egal. Kasten alles um. So, jetzt den da. Bitte einmal kräftig draufhauen. Sehr schön. Oh, ich hab Level Up. Uhuhu. Ich bin jetzt auch Level 20. Ich bin T-Dranky, Alter. Ich habe das Gefühl, bei der nächsten Aufnahmesession werden wir uns schon in T-Dranky aufhalten. Wenn wir so weitermachen. So, da sind jetzt noch ein paar gekommen. Vielleicht solltest du ein Stück zurücktreten, damit das nicht immer wieder mehr werden. Während ich mir mal hier meine schönen neuen Zauber anschaue. Konfusion, da, zack. Komm, der ist so schön, den mache ich mal. schlechte Idee. Und einen neuen AF-Buff, sehr gut. Gerade richtig. Falls ihr euch wundert, woher ich auf einmal hier meinen Bubble habe... Wir haben offscreen, hatten wir vorhin beim Ausbilder unserer Free Level abgeholt und deswegen habe ich das jetzt schon gehabt. So. Gut, haben wir 5 Stück von den Crests eingesammelt. Ja, Return to Captain Bonswell. Sollen wir, bevor wir returnen, noch den anderen Punkt machen, der da drüben ist, da mit diesen Wegelagerern? Sind das da die Wegelager? Klar. Nein, das sind Target Dummies. Ne, lohnt sich ja so kaum. Die paar Meter. Also ich finde ja diese Nachtgeräuschatmosphäre in diesem Spiel eigentlich ganz schön. Ich dachte so, ja, muss aber zugestehen, dass ich das in die Geräusche abgeschaltet habe. So, jetzt einmal mit deinem Aggro-Schaut dahin rennen und die Aggro dir wiederholen. Haha, in meinen Bubble geschossen.
Dann mache ich mir einfach einen neuen. Das kann ich ewig so weitermachen, mein Freund. So, jetzt. Sehr schön. Vorsicht, da ist schon der nächste hinterm Stein. Hat mich im Visier. Na, brauche ich noch nicht. Ja. Daneben geschossen. Mein Bubble ist noch intakt. Haha. Wir machen ja aus Kämpfen gegen einzelne gelbe Mobs richtig dramatische Aktionen, ne? Ja. Ist ja auch dramatisch. Da ist noch einer. Da. Komm hier, du wirst jetzt konfusioniert. Oh, ich sehe gerade, da hinten ist noch einer. Der wird natürlich Single gemetzt. Oh, er resistet. Mist. Das war auch schon der dritte. Der ist im Metz. Eigentlich können wir gehen. Auch lass mich den noch einmal. Ja, gut, dann macht den noch. Da müssen wir natürlich jetzt den nächsten auch wieder in Metz stellen. Und so geht es immer weiter und weiter. Jetzt da ist noch mal. Einer. Ist noch einer. Oh, und der, da ist schon wieder da. Hinter mir und vor und ich glaube, wir gehen wieder. Ja, jetzt sollten wir tatsächlich gehen. Ich drücke mal die Sprinten-Taste. In solch einem Moment wünsche ich mir die Ausweichen-Fähigkeit aus Guild Wars. Aber wir sind ja quasi schon aus der Gefahrenzone heraus. Alles wird. Aber gut. Reichlich. Also, fast aus der Gefahrenzone raus. Eine ganz schöne Reichweite mit ihren Pfeilen und treffsicher sind sie auch. Hey, da ist ja schon. Ja, da freut sie sich, dass wir die Wegelagerer beseitigt haben. Gute Arbeit. Und ich nehme natürlich die rechten, weil das Stoff ist. Du nimmst natürlich die ganz linken, weil das Plattenrüstung ist. Ist auch einfacher zu finden. You have completed no more quests. Habe ich da gerade so gelesen. Und dann können wir auch eine Runde verkaufen. Mit unseren Farben muss ja wieder tierisch Kohle rumkommen. Und wo ich gerade an Geld denke, wie sieht das denn mit deinen Buffs aus? Meine laufen noch 45 Minuten. Deine sind auch noch aktiv, dann ist ja alles in Ordnung. 64. Mal gucken, ob ich auch wirklich alles, was ich hier... Ja, gut, dann guck mal eben. Aber da hinten ist noch eine Quest zum Abgeben. Bin schon ganz hibbelig. Oh ja, da gehen wir auch erst hin. Und danach muss ich eben noch ein bisschen was verhökern. Ja. Das können wir gegebenenfalls auch offscreen machen, denn wir sind gleich wieder so weit, dass wir einen kurzen Cut machen. So, willkommen zurück. Ah ja, der mag natürlich den Anblick der Crests und ich nehme mir wieder die Stoffsachen, schöne Stiefelchen. Die alten sind Level 14, die Level 19, wenn ich mich nicht irre. Bei der Merchant. Ich guck nochmal eben unser Quest-Ding durch. Da haben wir ja, ja. Können wir gleich in der nächsten Folge vielleicht mal versuchen nochmal. Einen Moment. So, verkaufen wir mal schön. Wollte ich zwar offscreen machen, aber ich bin ja so fix damit. So, sell. Sell. Und guck mal, was weg ist. Zeiger. Na gut, das bringt ja noch nicht so viel. Dieses Ding vielleicht? Nein, auch nicht. Ah, aber die Farbe, jeweils 15 Gold. Braucht man das für irgendwas? Nee, verkaufen. Die Elixiere behalte ich mal und den Wassertrank behalte ich auch mal. Und wie es dann weitergeht hier, sehen wir in der nächsten Folge. Und Cut.